Schön, dass du da bist, Susan. Ja. Und ich finde es toll, weil du liebst ja Süßigkeiten. Mhm. Und du liebst Schokolade. Ich kann mich kaum konzentrieren wegen diesem Ding da. Wegen dem Brunnen, ja, wegen dem Schokobrunnen. Das macht mich ganz nervös. Wir werden zusammen etwas backen, was nicht wirklich gebacken werden muss. Also es ist ganz das leicht, ist ne? Weil du hast gesagt, du kannst nicht wirklich backen. Ja, also meine Freunde haben alle schon ein bisschen geschmunzelt, als ich gesagt habe, ich komme zu dir in die Sendung. Und ich hoffe, dass ich heute rauskomme und ein Rezept kann. Und dann kann ich so ein bisschen angeben, dann werde ich dir alle einladen. Ja. Und sagen, guck mal. Du weißt ja schon, was es geben wird. Wir machen ja einen Crush Candy Cake. Geht's besser? Nein, besser Nein, geht's eigentlich besser geht's nicht. Und es ist alles drin, was du auch magst. Mhm. Es ist Frischkäse drin, es ist Schokolade drin, es sind Kekse drin. Also von allem haben wir einmal alles. Schlaraffenland. Ja, ich habe auch alles schon bereitgestellt. Und zwar diese Zutaten hier. 120 Gramm Butterkekse, 80 Gramm Butter, 2 Karamell Schokoriegel, 50 Gramm Schokokugeln mit Erdnüssen, eine Bio-Zitrone, 250 Gramm Frischkäse, 100 Milliliter süße Kondensmilch und ein Päckchen Vanillezucker. Alles steht da. Und womit beginnen wir? Wir beginnen natürlich damit. Ja, kann man auch. Aber ich meinte jetzt speziell bei dem Kuchen. Ja. Wir beginnen natürlich mit dem Keksen, aber das weißt du, oder? Mhm. Du weißt, wie der Boden geht. Wie der Boden geht. Kekse. Genau. Kekse einfach hier rein. Kannst du auch gerne reinmachen. Mhm. Bist du so, dass du das nach Gefühl machst oder hältst du dich da ganz strikt an Angaben? Ich mach's nach Gefühl. Wie bist du so in der Küche, auch nach Gefühl? Nee. Wer kocht bei euch eigentlich denn zu Hause und wer backt? Ist es dein Mann? Mein Mann kocht. Ich kann schon die einfachen. Also meine Kinder verhungern nicht. Ne? Gott sei Dank, ich bin erleichtert. Ja. Nicht, dass sie jetzt die nächsten Tage nur so einen Kuchen kriegen. Das wäre der Traum von Ihnen und mir. Die Zutaten sind auch traumhaft. Die Kekse, Schokokugeln und Schokoriegel landen im Zerkleinerer. Und du darfst jetzt diese tolle Aufgabe übernehmen. Du bekommst jetzt gleich noch mehrere Aufgaben. Okay. Aber das ist eigentlich die wichtigste. Okay. Es muss gut zerkleinert werden. Dafür setze ich das hier oben rauf. Okay. Ich habe schon zu doll gedrückt. Jetzt musst du. Ach so, das funktioniert einfach nur vom Drücken. Genau. Nein, hör auf! Ich habe mich schon immer gefragt, wozu man das alles braucht. Ja, los. So, also einfach drücken. Ja. Wie eine Saftpresse. Es geht schnell, ne? Wenn Susan erstmal richtig loslegt, haben die Krümel keine Chance mehr. Die Zutaten werden in kleinste Einzelteile zerlegt. Dann ist die Butter dran. Ich habe extra was ganz Einfaches für dich rausgesucht. Das finde ich gut. Weil ich dachte, so als Backanfänger braucht man ja auch Erfolge. Ja. Damit man danach noch mehr backt. Auf jeden Fall. Also das Gute ist, meine Kinder sind dadurch ja nicht so anspruchsvoll. Nein, ich backe, also ich tatsächlich mache ich jedes Jahr zum Geburtstag, seit dem ersten Geburtstag, okay, ich mache eine Backmischung, das hat keiner gehört. Und die gelingt auch immer. Das Butterschmelzen ist auch super gelungen, also können wir die Krümel dazugeben und so eine schöne Mischung erhalten. Die geben wir in die Form, in die wir Backpapier eingespannt haben und drücken sie fest. Das ist unser Boden. So, jetzt stellen wir das kurz in den Kühlschrank, dann wird es nämlich schon fest. Oder wir können es sogar in den Gefrierschrank oben stellen. Ah, okay. Dann friert das so ein bisschen fest, weil die Butter ist ja geschmolzen und dann durch die Kälte wird die wieder fest. Aber das kennst du ja, ne? Physik. Physik. Eine Eins. Nein. So, jetzt machen wir die Creme. Ja. Die machen wir aber nicht mit diesen Schokoladenteilen. Dann können wir sie so essen. Ist auch genau. Gut. Die müssen ja auch noch weg, sonst werden die schlecht. Ne? Ja, das ist auch meine Lieblingssüßigkeit. Okay. Ja. Oh, jetzt geht's los. Genau, wir machen die Creme und dafür geben wir Frischkäse, Vanillezucker und süße Kondensmilch in die Schüssel. Die Milch läuft ganz langsam und kaum bin ich dadurch an die Schüssel gefesselt, ist Susan schon wieder an meinen Vorräten. Na gut, dafür sind die Sachen ja auch da. Und die süße Kondensmilch ist jetzt auch raus. So, ich sag mal so, für jedes Stückchen Schoki, was du hier isst, musst du auch was tun. Okay, was muss ich tun? Die Zitrone reiben. Oha, ja. Womit? Und zwar kommen hier Zesten rein. Das heißt, du musst ein bisschen Schale abreiben. Mhm. Und bei der Zitrone immer nur so viel abreiben, bis man das weiß sieht, weil sonst wird es bitter. Ah, okay. Und dann wieder eine neue Stelle nehmen. Aber
liebst du denn auch so Süßigkeiten-Gadgets wie so Schokobrunnen und so? Ich liebe alles, was Süßigkeiten. Ich auch so Schokofondues. Finde ich auch großartig. Also wenn das alles Vitamine hätte und gesund wäre, könnte ich auf alles verzichten und würde nur das essen. Morgens so ein Stück Kuchen, mittags ein Tiramisu, abends ein Eis. Wie schön wäre das Leben. Die Zitrone habe ich mit heißem Wasser abgespült. Das ist auch bei Bio-Zitronen wichtig, wenn man die Schale abreibt. Susan und ich haben jedenfalls den Dreh raus und schon ist die Creme fertig. So, guck mal, dann ist ganz flink alles zusammengerührt. Super, großartig. Ne? Und das Beste ist, das dann so abzuessen. Ich gebe dir das mal vertrauensvoll in die Hände. Ja. Mach's mal sauber. Mhm. Das ist für mich Kindheit. Nur deswegen mag ich Kuchen backen. Hat deine Mama Kuchen gebacken? Mhm. Okay, aber ich muss leider sagen, auch Fertigmischung. Die Frischkäsecreme kommt jetzt auf den Boden und dann streichen wir sie nur noch glatt. Susan übernimmt den Abwasch und der Kuchen kommt in den Kühlschrank. Den Kuchen jetzt aus der Form zu kriegen, ist kein Problem. Einfach einmal mit einem Messer drum herum schneiden und schon ist er befreit und darf umziehen auf die Kuchenplatte. Weil Susan die Deko ja schon fast aufgegessen hat, kommt das bisschen, was wir noch haben, obendrauf. Aber fürs Alibi und schöne Aussehen gibt's ja noch die Himbeeren. Das ist auf jeden Fall ein Kuchen für alle, die es sehr gerne sehr süß und lecker mögen. Lecker mögen. So, toll. Jetzt können wir probieren. Juhu. Guten Appetit. Aber die Zubereitung hat dich schon überzeugt, oder? Ja, schön einfach. Das knuspert auch so schön, ne, beim Essen. Hammer. Ich finde das so lecker mit der Zitrone, dass man das echt so ein bisschen so frisch irgendwie. Man darf halt nicht auf die Nährwerte gucken. Nee. Das ist jetzt mein Frühstück und Mittagessen in einem. Das ist auch gut. Du könntest ihn auch noch mal in den Kühlschrank stellen, dann wird er ein bisschen fester. Dann kann ich ihn noch ein Abendbrot ist. Wie schön leicht das Leben ist. Ja. Weißt du, man muss ihn nicht so verrückt machen. Nee. Nee. Mm. Sweet and easy eben. Ne? Genau, mein Reden. Der Crushed Candy Kuchen ist eine süße Sensation. Er ist wirklich super einfach zu machen. Und wenn man genug Deko eingekauft hat, sieht er auch super toll aus. Wenn ihr jetzt auch Bock drauf habt, auf so einen leckeren Kuchen, dieses Rezept und natürlich noch viel mehr findet ihr auf six.de. Da könnt ihr euch auch noch Inspiration holen. Dann kann ihr hier noch alles draufpacken, was geht, ne? Alles. Der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Genau so. Mhm. Schaut euch einfach mal um. Vielleicht postet ihr auch den Kuchen, den ihr macht, der dann so ähnlich aussieht oder vielleicht noch hübscher. Könnt ihr machen auf Instagram unter dem Hashtag Sweet and Easy. Ich würde mich freuen,